Freunde, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir sind die Mindhunters und heute beschäftigen wir uns mit einer wirklich sehr, sehr kontroversen Frage, und zwar der, ob meine Partnerin bzw. mein Partner an mein Handy darf oder ob das Privatsphäre ist und wo hat die Privatsphäre Grenzen. Das werden wir jetzt gemeinsam rausfinden. Bleibt dran. Stellen wir uns doch als allererstes die Frage, was Privatsphäre bedeutet. Also wenn man das jetzt so laut Definition bedeutet, Privatsphäre das Recht einer Person, persönliche Informationen und Aktivitäten vor unbefugten weiteren Personen zu schützen. Hört sich jetzt in Bezug oder in Verhältnis zu dem, was wir heute thematisieren wollen, erstmal wirklich heavy an. Weil die Partnerin, der Partner, unbefugte Person, ja, werden jetzt wahrscheinlich viele, viele Mädels an die Decke gehen und sagen, was, ich bin doch, oder auch Jungs halt, ne, oder Männer, Frauen, an die Decke gehen und sagen, na, das, ich bin doch keine unbefugte Person. Wir wollen jetzt aber auch erstmal analysieren bzw. verstehen, wo kommt die Angst her, dass die Partnerin, der Partner, das Handy nicht weggeben möchte und andersrum, wo kommt die Angst her, dass Leute, oder wo kommt der Drive her, dass man überhaupt Lust hat oder das Interesse hat, in das Handy von dem Partner, der Partnerin zu schauen? Ich denke, ein Grund oder ein sehr, sehr bekannter Grund, was eigentlich ziemlich klar was ziemlich klar ist, ist ja halt mangelndes Vertrauen oder, wenn wir noch deeper reingehen, schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit. Genau, gerade wenn deine Partner oder dein Partner schon mal betrogen wurde, ja, nennen wir genau, das deinen Namen. Typisches Beispiel. Ja, dann ist da schon so ein Argen in der Luft, ja, dann geht man vielleicht auch mit dieser Art Misstrauen in die nächste Beziehung rein und möchte sich natürlich sicher sein, dass man nicht nochmal durch das Gleiche durchgehen muss in der neuen Beziehung und möchte wirklich sicher sein, dass ich den neuen Partner auch vertrauen kann. Und da ist das Handy, ja, da kann man viel Schandtaten mit tun, gerade heutzutage mit Tinder, Instagram, ja, Snapchat, was auch immer. Es ist ja super einfach, mit anderen in Kontakt zu kommen. Und ja, das hat immer so, ja, man kennt das ja, was man nicht darf, wo man keine Einsicht drin hat, da hat man immer Interesse dran, das zu klar sehen und da mal reinzuschauen. Und wenn euer Partner so ist und euch das vielleicht auch gar nicht kommuniziert hat. Ja, ihr wisst gar nicht, aber gehen wir jetzt mal davon aus, die Partnerin war an euer Handy ran oder der Partner, andersrum. Der Partner, genau. Fragt euch einfach direkt so, hey, warum ist dir das wichtig? Wieso willst du da reingehen, gucken? Willst du Fotos sehen? Willst du sehen, ob ich da auf Snapchat oder Instagram mit anderen Mädels schreibe? Was ist dir wichtig? Ja, also so habe ich auch tatsächlich mal ein Gespräch gehabt. Und da kam sehr schnell raus, ja, hey, ich wurde in der vergangenen Beziehung verletzt. Mir ist das einfach wichtig, dass ich hier die Sicherheit habe. Also wirklich, die Betonung liegt auf Sicherheit. Ja, dass mir sowas nicht nochmal passiert. Ach so, ja, klar, kein Problem. Wenn man nichts zu verbergen hat, dann gibt man das Handy eben weiter. Aber es ist natürlich auch wichtig, wenn man sich nicht in seiner Privatsphäre verletzt fühlen möchte, ja, dass man da auch den klaren Strich zieht, beziehungsweise die Grenze zieht und sagt so, hey, möchte ich aber nicht. Ja. Ja, die Sache ist ja auch die, man muss ja so, du hast ja ein Beispiel gerade genannt von einer persönlichen Erfahrung, wo die Dame dir gesagt hat, dass sie mal schlechte Erfahrungen gemacht hat und diesbezüglich dann natürlich in der zukünftigen neuen Beziehung eine Sicherheit, eine Grundsicherheit sucht, was erstmal an sich per se in Ordnung ist. Jetzt haben wir aber auch die Konstellation der kranken Eifersucht, einfach dieser Kontrollwahn, ich muss die Kontrolle über allem haben. Und da muss man halt ganz straight, also auch mal jetzt hier direkt eine Frage, bist du ein Typ, bist du ein Mensch, der sagt, es ist für mich, also für mich persönlich, ich mag das ehrlich gesagt nicht, dass man sich gegenseitig in das Handy schaut, weil für mich hat Privatsphäre eine ganz andere Bedeutung. Und wir kommen auch gleich zu der Hauptthematik, die dir auch diese Angst verursacht. Und zwar habe ich keine Angst, dass meine Partnerin, beziehungsweise ich bin ja verheiratet, meine Frau ist ein Teil meines Lebens, ein Teil von mir, und ich habe nichts vor ihr zu verbergen, weil wenn ich was zu verbergen hätte, wäre ich erstmal gar nicht der richtige Ehemann. Das ist auch ganz wichtig. Wenn ihr
schon irgendwie so den Riecher habt, dass da was nicht gut läuft oder was da irgendwie klar. Der Partner irgendwie fremdgehen könnte, dann seid ihr schon mal mit der falschen Person zusammen, ist ganz klar. Aber hier muss man ja auch differenzieren, beziehungsweise, dass ich erläutern darf, warum es mich stört, weil man muss gar nicht immer auf diese sexuelle Ebene gehen oder emotionale Ebene, sprich betrügen oder irgendwelche, keine Ahnung, Dinge praktizieren, die Richtung Betrug gehen, sondern es ist einfach Fakt, Leute, früher war unsere Privatsphäre nur nach unserem physischen Leben, dem Hier und Jetzt, definiert. Irgendwann im Laufe der Zeit, im Zeitalter des Internets und der Digitalisierung, Fluch und Segen, weiß ich, kam eine neue Welt dazu, in der sich die Privatsphäre nochmal ganz neu und anders definiert. Jetzt gebe ich mal ein klares Beispiel, dass unsere Zuschauer, die das Video gucken, auch verstehen, wohin soll die Reise gehen in dem Video. Bei mir ist es halt tatsächlich so, durch diese neue Welt, durch diese neue digitale Welt, teile ich meine Informationen, oder wartet mal, ich fange ganz anders an, wie habe ich früher Geheimnisse gehütet von Menschen? Mhm. Einfach so im Gedächtnis halt so, wie das war. Ja, oder man hatte Bilder oder ein paar Leute hatten ein Tagebuch vielleicht. Ja, solche, ja, so halt ganz easy, aber das war dann auch ja, relativ überschaubar. Aktuell ist das Spektrum anders, es ist kein Tagebuch mehr, es ist online ein ganzes Journal mit Bildern und Tönen und Videos und allem, was dazugehört. Und da ist halt einfach so, man hat einfach auch in den sozialen Netzwerken und auch über die ganzen normalen Plattformen wie WhatsApp und alles, was so genutzt wird, hat man ja das oder den Vor- und auch den Nachteil, dass man mit sehr, sehr vielen Leuten interagiert. Und diese Leute, das sind meistens idealerweise, sind das ja auch oft, oder was heißt idealerweise, das sind oft Freunde auch, nicht immer Geschäftspartner und andere Beziehungen, meistens sind es ja Freunde und so weiter, Familie. Und diese Menschen teilen ja mit euch ein Geheimnis. Das heißt, wenn ihr in dieser Konstellation seid, dass der Partner, die Partnerin das nicht machen möchte, erstmal klar kommunizieren und verstehen, warum. Dafür möchte ich gerne mein Beispiel erstmal erläutern. Bei mir ist es halt tatsächlich so, mir schicken Freunde, ja, Bilder oder irgendwelche privaten Dinge, die nicht vorgesehen sind für meine Partnerin. Das kann unter Jungs auch mal so Albereien sein, man schickt sich einen Fuß oder fotografiert seinen Hintern und so ein Scheiß. Es gibt ja, es gibt halt einfach so Humor, ist sehr breit gefächert, das ist auch in Ordnung so. Es gibt komischen Humor, es gibt schwarzen Humor, es gibt alles Mögliche so. Und das möchte man auch nicht unbedingt mit seiner Partnerin teilen, was auch verständlich ist, weil es ist ja ein Humor zwischen euch halt. Das kann auch vielleicht ein sehr perverser Humor sein und mit Bildern und mit Videos gibt es ja auch alles. Aber ohne das jetzt schön oder schlecht zu reden, jedem das Seine, muss man halt verstehen, dass dieser Humor, der geteilt wird, was sich über Privatsphäre dann letztendlich definiert, auch nur für deinen Freund oder deine Freundin vorgesehen ist. Das heißt, in dem Moment, wo deine Partnerin, dein Partner auf dein Handy zugreifen kann und das sehen kann, ist schon mal die Privatsphäre verletzt. Aber gehen wir noch viel tiefer rein in viel wichtigere Themen, Gespräche, die ausgetauscht werden. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel ein Problem mit meiner Mutter, mit meinem Vater, mit meinen Schwestern, meiner Frau, ja, meine Frau, das passt jetzt nicht zu dem Thema, weil geht es ja um Partner und Partner, aber wenn ich dir sehr, sehr, sehr privates Thema anvertraue, jetzt zum Beispiel über irgendeinen Social-Media-Kanal, wo ich dir eine Sprachaufnahme, einen Text schicken kann, das mache ich ja ganz bewusst, weil ich will die Information bzw. den Schmerz, die Freude, was auch immer, ja nur mit dir teilen. Ja, ja. Und in dem Moment, wo die Partnerin, der Partner an das Handy gehen könnte, rein theoretisch, und es nachlesen könnte, habe ich ja, oder andersrum, wenn es bei dir passiert, wurde ja meine, also du hast ja dann in dem Moment meine Privatsphäre nicht schützen können, die ich ja mit dir geteilt habe. Was im Umkehrschluss auch wieder zu deiner Privatsphäre wird, weil mein Geheimnis ist in dem Moment deins. Was ich damit sagen will an diesen Beispielen, und es gibt noch viel krassere Beispiele, auch ethnische, religiöse Sachen, wo vielleicht ein Mädel, einem anderen Mädel aus religiösen Gründen, die halt in der Öffentlichkeit bedeckt ist, der Freundin ein Bild schickt, wo sie gerade in einem Kleid ist. Vielleicht trägt sie einen Hijab oder irgendwas, also irgendwas, wo sie sich bedecken muss aus religiösen, ethnischen Gründen, und schickt dann der Freundin ein Bild in einem Kleid, ey, sieht das gut aus, sieht das nicht gut aus, und ist da ziemlich freizügig, so wie sie sich in der Öffentlichkeit nicht präsentieren darf. In dem Moment, wo du deiner Freundin, deiner Frau das Handy nimmst, hast du der Dame nicht nur, oder greifst du nicht mehr der Dame nur in die Privatsphäre, sondern du hast ihr Recht auf die Religionsentfaltung auch irgendwo genommen, weil du dringst ja in die Privatsphäre noch einer weiteren Person ein. Ja, zu der Entfaltung der religiösen Ansicht gehört es ja auch,
dass man sich in dem Moment bedecken möchte oder auch nicht. Und in dem Moment hast du nicht nur die Privatsphäre verletzt, sondern du dringst in eine ganz, ganz andere Sphäre ein, in der das moralisch nicht mehr vertretbar ist. Was wir damit, oder was ich erstmal damit sagen möchte, bevor du gleich drauf eingehst, ist halt die Sache, wenn der Partner, die Partnerin das Handy nicht geben möchte, es geht immer nicht um Betrug oder um Personen, den man stalkt, der irgendwelchen Ex-Partnerinnen, Partnern oder auf irgendwelchen ja, vielleicht gucke ich mir Videos über Waffeln an, will mir Waffel oder will Waffelrezepte lernen und möchte nicht, dass meine Frau das weiß, weil das vielleicht komisch ist. Ja, man, Spaß beiseite, aber das ist halt so eine Sache, die man verstehen muss, dass wenn der Partner oder die Partnerin das nicht oder das Handy nicht preisgibt oder die Informationen, die auf dem Handy gespeichert sind, preisgeben möchte, dann hat es erstmal nichts mit Betrügen zu tun. Und da ist halt ganz, ganz wichtig, einfach offen kommunizieren und sagen, pass auf, das möchte ich nicht aus dem und dem Grund. Natürlich kann es jetzt wieder zu Konflikten, da werden wir gleich drauf eingehen, aber meine wichtige Message, bevor Gustav gleich loslegt, ist erstens, bitte versteht euren Partner, eure Partnerin, es hat immer viel tiefgründigere, Motive, dass du überhaupt das Handy nicht aus der Hand geben oder dass du es deiner Partnerin geben, deinem Partner geben willst. Und die Privatsphäre, die du oder die zerstörte Privatsphäre ist nicht nur die deines Partners, sondern auch von anderen Leuten, die jetzt leider Gottes, ob man es positiv oder negativ sieht, in der digitalen Welt halt sehr breit geteilt werden. Das zu dem Punkt. Genau, also auf jeden Fall die Meinung des Partners, der Partnerin respektieren. Wenn ihr sagt, ich möchte das nicht, dann einfach hinnehmen und da gar nicht weiter nachfragen. Klar, da muss man auch die Hintergründe verstehen. Also wenn mir meine Partnerin sagen würde, du, ich hatte schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit, das würde mir einfach ein sicheres Gefühl geben und man nichts zu verheimlichen hat, ja, dann kann man das natürlich machen. Also ich glaube, da liegt schon viel im Argen, schon im Vorhinein, wenn die Partnerin oder Partner misstrauisch ist, dass sie mal ins Handy schauen will. Ja, also da muss man schauen, ob man da nichts zu verbergen hat. Aber klar sollte man auch da die Grenze ziehen, wenn man nicht wohl sich damit fühlt, dass man das auch dann das Handy nicht weitergibt. Ich würde jetzt gerne auf mein Beispiel eingehen. Bei uns ist das ein bisschen anders in der Beziehung. Wir haben die offene Kommunikation. Das heißt, ich habe vollen Zugang auf das Handy von meiner Freundin. Sie hat vollen Zugang auf mein Handy. Wir gehen sogar so weit, dass wir uns einen Familienaccount sharen. Und da hast du die Option, dass du den Standort der anderen Person siehst. Das heißt, ich sehe zu jedem Zeitpunkt, wo meine Freundin gerade ist. Okay. So würde sie aber auch genau so sehen, wo ich gerade bin. Warum machen wir das? Ja, nicht aus Kontrolle. Ja, ich will jetzt nicht, dass sie schaut, wo ich jetzt mich gerade rumtreibe oder dass ich sie kontrolliere, wo sie gerade ist. Sondern das hat einfach einen Sicherheitsaspekt, einen Sicherheitsgrund, dass wenn mal was passiert, Gott bewahre, dann kann ich immer sehen, hey, da war gerade ihr letzter Standpunkt. Ich kann da irgendwie was noch machen, was nachschauen, reagieren etc. Ja, das ist einfach der Sicherheitsaspekt. Und das zählt auch gleich auf meinen nächsten Punkt mit ein. Ja, ich habe einfach ein Peace of Mind. Ich muss mir keine Gedanken machen. Was ist, wenn und was passiert dann? Ja, ich weiß, ich kann da nachschauen, wo ist die gerade, alles gut, passt. Ich mache das aber gar nicht tatsächlich. Ich will es auch gar nicht, weil es ist nicht relevant, solange es nicht zu einem Vorfall kommt. Und genauso auch in der Privatsphäre, wenn sie jetzt in mein Handy schauen möchte, um, weiß nicht, auf Instagram zu gucken oder in meine Privatnachrichten, ja, gibt es mir und ihr einfach diesen Peace of Mind, das ist, wenn ich was wollen würde, wenn ich das nachgucken wollen würde, kann ich es, aber ich will es auch gar nicht. Bei uns ist das so, ich will gar nicht bei ihr nachgucken, mit wem sie schreibt. Ja, wenn sie da mit ihren Mädels rumschreibt, will ich auch gar nicht wissen, über was die da quatschen, das interessiert mich auch gar nicht. Oder wenn die mal ein Girls Night Out hatten, ja, dann haben die wahrscheinlich da auch ihren komischen Humor, ja, das will ich gar nicht wissen. Genauso wie bei mir, wenn ich mit meinen Jungs unterwegs bin. Ja, man hat halt vielleicht seine alten Jungs, mit denen man gut ist. Man hat so einen anderen Humor noch. Vielleicht kennt die Freundin einen auch gar nicht von dieser Seite. Man möchte es auch vielleicht auch gar nicht wissen. Weil man diesen speziellen Humor dann auch nur mit speziellen Menschen teilt, die das auch verstehen. Und die andere Menschen von außen müssen es gar nicht verstehen. Da muss man sich erklären, das ist dann so ein bisschen komisch und schwierig. Also, was möchte ich sagen? Meine Aussage ist, man kann diesen Weg gehen, dass man völlige Transparenz zeigt, einfach nur, um das zu signalisieren, so hey, du hast mein Vertrauen, ich habe dein vollkommenes Vertrauen, aber wir trotzdem schätzen wir die Privatsphäre des jeweils anderen und überschreiten diese Grenze auch gar nicht. Das heißt, wir gehen jetzt nicht aktiv ins Handy rein und
guck nach, hey, was hast du da für Bilder, mit wem schreibst du, sondern einfach nur, für mich reicht es schon, das Gewissen zu haben, ich könnte, wenn ich wollte, aber ich brauche es nicht. Und es gibt mir diesen, ja, diesen Sicherheitsfaktor. Absolut. Und das ist halt auch gut, schönes Beispiel auch, wie ihr jetzt hören konntet, in beiden Beispielen ist es ein sehr humanes Zusammenhang. Also meine Frau kennt auch mein Passwort, sie darf auch an mein Handy, aber wir sind an einen Punkt gekommen, auch ein Punkt der Reife, wo du sagst, oder wo man sagt, wenn die Person gerade wirklich einen betrügt, dann ist man sowieso erstmal an einem Punkt, wo man sein ganzes Leben überdenken musste, vielleicht in eine Paartherapie. Idealerweise laufen die Beziehungen ohne Betrug. Natürlich gibt es das und ich weiß, das Handy ist immer eine sehr, sehr große Verlockung für komische und falsche Gedanken. Aber ganz wichtig ist einfach, um auch die Problematik vernünftig darzustellen und Lösungen zu bieten, wie ist die Reaktion, also wenn jetzt der Partner, die Partnerin, man schnappt sich zum Beispiel das Handy und die Person ist komplett am Durchdrehen und ist total aggressiv, so, dann muss man halt, dann kann ich es auch verstehen, auf jeden Fall, dass man da suspekt wird und sagt, gut, was, warum reagierst du so? Er hat aber auch erstmal nichts zu heißen, denn wir sind so individuell, unsere Gehirne steuern uns so unterschiedlich. Das kann jetzt bei mir einfach nur so eine Trotz, es kann auch sein, dass du dir die Fernbedienung jetzt packst und wir schauen gerade einen Film und ich drehe auch durch und sage, ey, entspann dich mal. Hat aber auch nichts zu bedeuten, ist ja nur eine Fernbedienung, weißt du? Aber das ist halt die Sache, dass man erstmal guckt, wie ist die Reaktion, dann nach der Reaktion kommt die Aktion, dass man sagt oder in das Gespräch geht, warum? Und wir haben hier zwei Rollen. Die eine Rolle ist diese typische, also die Rolle des Misstrauens, der Verletzten, die eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Rolle der Person, die einfach nur die Privatsphäre irgendwo schützen möchte, die aber gar nicht danach definiert ist, nach Perversionen, nach Betrug und nach allem, was wir so als schlecht definieren, sondern einfach nur nach bestimmten Informationen und Aktivitäten, die ein Teil der eigenen Selbstverwirklichung auch sind. Und Selbstverwirklichung meine ich so, du kannst dich, bei dem Thema Selbstverwirklichung, du kannst ja nur du selbst sein und happy sein, wenn du einfach mal dich fallen lässt mit komischen Dingen, die vielleicht ganz... Du möchtest auch für dich selbst sein, ja? Jeder hat ja vielleicht so eine Seite an sich, die er nur für sich behält. Absolut. Man möchte auch gar nicht, dass die jemand sieht, sogar die nächste Partnerin, der Partner, der am nächsten ist, ja? Absolut. Trotzdem möchte man in seinem Kern noch einen Teil für sich haben. Definitiv. Und das ist halt eine Sache, da muss man auch akzeptieren, dass die digitale Welt auch ihre eigene Privatsphäre geschaffen hat, die man genauso respektieren und akzeptieren muss wie die in der physischen Welt. Und jemand oder eine Person, die betrügen möchte, kann auch natürlich in der Physik, der Betrug findet ja, also so digital irgendwie Texting und so weiter ist ja der erste Schritt. Aber es endet ja meistens, also die Leute verlieben sich ja nicht nur digital ineinander, sondern da muss ja auch dann eine Folgereaktion, eine Folgeaktion entstehen, wie man datet sich, trifft sich und so. Also das Loch, das Problem ist viel größer in dem Punkt als nur das Handy. Deswegen möchten wir euch auf jeden Fall mitgeben, wenn ihr das Problem habt, erstmal bitte beide Seiten verstehen. Wir haben versucht, das zu erläutern, dass man sowohl die Seite respektiert, die Misstrauen hat. Das ist immer nicht direkt mit Eifersucht verbunden, sondern Misstrauen muss erstmal gefüllt werden mit Vertrauen. Mhm. Dann gibt es die andere Seite, wo man einfach sagt, Privatsphäre ist ein Teil des Hier, Jetzt und des Ich und das muss man respektieren. Hat nicht zu bedeuten, dass man was zu verbergen hat. Und wenn jetzt trotzdem ein Konflikt entsteht und das ein großes Problem ist, dann muss man auch vielleicht gucken, ob man vom Typ zueinander passt, weil ich denke, das ist auch ein sehr wichtiger Faktor. Zwei Menschen, die sich finden und die das beidseitig nicht akzeptieren können, sowohl, dass man Angst hat, also dass Leute Angst haben, solange es nicht krankhaft und psychopathisch ist, dass man das respektiert und Vertrauen schafft. Hier, nimm das Handy, guck, da ist nichts. Du kannst dir alle paar Monate da mal, weißt du, von mir reinschauen, aber bitte geh nicht in den und den Chat rein, guck nicht in WhatsApp rein. Und selbst wenn du reingehst, öffne nicht die Nachrichten mit meinen Kumpels und so. Da kann man schon ein bisschen auf einer gesunden Ebene Vertrauen schaffen. Und andersrum, wenn euer Partner euch darum bittet, dann respektiert es auch einfach mal, weil eine gesunde Beziehung fühlt ihr und spürt ihr. Die müsst ihr nicht kontrollieren. Und wenn es mal zu Betrug kommt, wird die Beziehung sowieso irgendwann kaputt gehen. So scheiße sich das jetzt so. Ja, irgendwann, kurz über lang, wird es sowieso rauskommen. Ja, böses Blut ist irgendwann, oder recht, das rächt sich ja irgendwann in welcher Art und Weise auch immer. Aber es ist nie ein Dauerzustand. Deswegen
sollte man das halt verstehen, akzeptieren und respektieren. Und wenn ihr wirklich jetzt zu dem Thema sagt, okay, da sind noch offene Fragen, stellt sie auch gerne in genau, schreibt uns gerne, nennt uns gerne auch eure Perspektive, wie handhabt ihr das mit eurer Partnerin, eurem Partner? Ja, habt ihr da das Handy quasi immer offen? Kann euer Partner oder Partnerin da immer Zugriff drauf haben? Oder behaltet ihr die Privatsphäre gerne für euch? Schreibt uns das gerne rein. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut.